Er schneidet, er hackt, er öffnet eine Flasche und zapft sogar Bier. Das alles macht Roman Schmoll mit einer Prothese, die aus einem 3D-Drucker stammt. Zwei scharfe Messer, Korkenzieher, Bieröffner, Haken. Ich kann alles machen damit. Roman Schmoll betreibt zusammen mit seiner Lebensgefährtin Martina ein Restaurant bei München. Täglich steht der Koch in der Küche, muss seine Gäste bekochen und das alles mit nur einer Hand. 18. August, 21.30 Uhr. Die Familie feiert im Garten den 6. Geburtstag von Sohn Raphael. Ein warmer Sommertag, 27 Grad im Schatten. Raphael findet im Gras einen alten Böller und gibt ihm seinen Vater. Der nimmt das Feuerzeug und trifft die schlimmste Entscheidung seines Lebens. Ich habe die Explosion gesehen. Ich habe nur gesagt, scheiße, Hand ist weg. Und ich habe nicht gewusst, wie weit die weg ist. Ja. Ich habe nur den Knochen gesehen und Blut. Und dann bin ich nach vorne gerannt. Hier hat die Scheibe zertrümmert. Also das war ordentlicher Knaller. Roman verliert seine rechte Hand. Er verlässt nach 2 Wochen das Krankenhaus und versucht, in seinen Alltag zurückzukehren. Für den 57-Jährigen kein einfacher Schritt. Er ist auf die Hilfe seiner Lebensgefährtin Martina angewiesen, um überhaupt im Alltag wieder einigermaßen zurechtzukommen. Wie ich vom Krankenhaus zurückgekommen bin, war es schon schwierig, Gürtel anzuziehen, Unterhosen, Socken. Ja, mit einer Hand ist es gar nicht so einfach. Zähne putzen, schreiben, am Computer schreiben, alles kompliziert. Kochen mit einer Hand, unmöglich. Roman weiß nicht, wie er sein Restaurant weiter über Wasser halten soll. Zusätzliches Personal ist zu teuer. Er selbst kann kaum noch arbeiten. Als er sich einem Freund anvertraut und ihm die aussichtslose Situation schildert, hat der eine äußerst ungewöhnliche Idee. Denn der Zahntechniker hat einen 3D-Drucker, mit dem er Roman helfen könnte. Ich habe überlegt, wie kann man ihm helfen? Er braucht irgendwas, er muss ja schneiden können, er muss also was wenden können. Und da möglichst schnell eine einfache Methode zu finden. Und ja, dann war das eigentlich so im Gedanken, dass ich gesagt habe, okay, so eine Gipsbandage, weil die sind ja halt aus Kunststoff, die könnte man eben machen und vorne irgendwie was drauf machen, dass er da praktisch sein Werkzeug anschließen kann. Jürgen Köstner entwirft mit einer speziellen Software eine Vorlage für die 3D-Prothese. Nach mehreren Versuchen gelingt es ihm, eine perfekte Prothese aus dem Drucker. Man konstruiert nach Möglichkeit Einzelteile, weil ich dann Teile auch besser tauschen kann, wenn einmal was kaputt ist. Und ja, man baut es dann anschließend halt mit ein bisschen handwerklichem Geschick einfach zusammen. Mit den Teilen, die man sich selber gedruckt hat, kann man dann nachher das Ding also relativ einfach zusammenbauen. Roman hat insgesamt 4 verschiedene Aufsätze, die er vorne auf die 3D-Prothese aufschrauben kann. Damit zu arbeiten, eine riesige Herausforderung für den 57-Jährigen, aber es wird täglich besser. Es sind zwar komische Gefühle da in der Hand, das druckt, weil man muss die Gedanken übertragen zu der Hand. Ja? Und das hat den Anfang ein bisschen wehgetan, aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Der Böller, der in Romans Hand explodiert ist, stammt aus dem Ausland und ist in Deutschland illegal. Wir fahren auf ein Sprengstofftestgelände des Bayerischen Landeskriminalamtes. Ein Mitarbeiter zeigt uns, wie gefährlich illegale Böller sind. Hier explodiert ein zugelassener Böller. Als zweites zünden wir einen Böller aus Tschechien. Er besitzt eine enorme Explosionskraft, die besonders im Vergleich der beiden Testexplosionen deutlich wird. Während der zugelassene pyrotechnische Gegenstand nur einen kleinen Knall verursacht hat, ohne was zu zerreißen, hat uns der pyrotechnische Gegenstand aus der Tschechei gezeigt, was man mit dem Krautkopf machen kann, nämlich total zerfetzen. Da sieht man eben einfach die Wucht der illegalen Pyrotechnik, die zu Recht bei uns Silvester verboten ist. Roman Schmoll hat aus dem Erlebten gelernt und wird so schnell keinen Böller mehr anfassen. Der Gastronom kann mit seiner 3D-Prothese wieder nach vorne blicken. Sie hat ihm geholfen, dass er wieder in seiner geliebten Wirtschaft stehen kann. Fast genauso wie mit 2 gesunden Händen.